Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Fahrerarbeitsplatz-Let's-Show. Und wie ihr schon seht, es hat sich wirklich wieder mal einiges getan in diesen paar Tagen jetzt seit dem letzten Video. Und wie ihr seht, der Fahrerarbeitsplatz ist jetzt vom Gröbsten her vollständig. Und ich möchte euch heute mal einiges näher erklären und zeigen und auch mal eine kleine Probefahrt machen. So, dazu gehe ich jetzt aber erstmal hier hoch. Ja, ihr seht, das Lenkrad ist an seinen Platz gewandert. Bin sehr stolz drauf, dass das so gut geklappt hat. Es sieht wirklich wunderbar aus. Es ist sogar schon das MAN-Lenkrad-Symbol, also oder Firmenlogo eingesetzt. Ich gehe jetzt mal näher ran hier. So, da sieht man es. Ist schon eingesetzt. Ist derzeit aber noch lose, kann man also noch rausnehmen. Ich mache das jetzt gerade mal, wobei nein, es ist eingeschnappt von dem her, aber es wird dann noch fest reinkommen, der Hupenknopf. Und ja, wie ihr ja schon wisst, die Kontrolllampen funktionieren nach wie vor. Ich habe jetzt einige mehr angekabelt, zum Beispiel die SEC-Leuchte ist dran. Und hier auch die Standheizungsleuchte und so weiter. Ja, was hat sich noch getan? Der Tacho ist reingewandert. Zumindest mal provisorisch. Weil ihr seht ja hier diesen Rand an der Seite. Und der wird noch aufgefüllt mit einem gummiartigen, also es ist mit so einem Füllgummi oder Holz, ich weiß noch nicht genau was, aber auf jeden Fall wird es noch aufgefüllt. Und der Tacho leuchtet auch schon, ist schon beleuchtet hier. Unten sieht man es, er leuchtet. Dann leuchtet auch, wenn man auf Arbeitszeit, auf Werkszeit stellt, hier die rote Lampe. Funktionieren tut er zwar noch nicht, genauso wie der Drehzahlmesser und die drei Anzeigen hier, aber angekabelt ist auch der Drehzahlmesser schon. Seht ihr. Hoffentlich hier, genau. Und die drei Anzeigen hier, die werden noch angekabelt. Jo. Das mal zum Tacho und den Anzeigen. Dann nach wie vor hier unten. Ich setze mich gerade mal hier hin. Das ist nur der Stuhl, der so knarzt. Nach wie vor hier unten, das, die Arduino-Verpackung als Platzhalter hier dazwischen. Das wird dann noch aufgefüllt und hier noch ein Radiergummi, ganz provisorisch. Ja, was gibt es hier noch zu erwähnen? Ja, genau. Ich habe jetzt hier den Zündnagel mal in die Ausgangsstellung reingesteckt, also so. Und ja, jetzt gibt es noch zu sagen, ich habe ein paar Schalter restauriert, unter anderem hier den Warnblinkschalter. Da ist ein Symbol drauf gewandert, das was ursprünglich auch drauf war. Und so sieht er einfach besser aus, finde ich, als so abgegriffen. Und auch abgegriffen war dieser wunderschöne Schulbusschalter, den ich jetzt eben restauriert habe und der jetzt mit einem neuen Symbol versehen wurde. Und das macht sich doch sehr gut, wie ich finde. Und ebenfalls mit einem neuen Symbol versehen wurde dieser Nebelscheinwerferschalter hier. Auch der ist jetzt wieder gut sichtbar, gut erkennbar. Aber nicht zu verwechseln mit der Nebelschlussleuchte, das ist die hier. Ist zwar etwa das gleiche Symbol, aber hat eine komplett andere Funktion. Genau. Ja, ansonsten, ihr seht ja hier, ist mit Bleistift ganz provisorisch so ein Vier- oder Rechteck angezeichnet. Das wird nächste Woche höchstwahrscheinlich ausgeschnitten und dann kommt da der Gangwahltaste, der jetzt gerade noch hier hinten liegt. Der wird da reinkommen. Wie gesagt, die Aussparung wird dann hier reingeschnitten und dann kommt er da auch rein, damit ich endlich auch den Gangwahltaster verbaut habe. Die zwei Türen hier, die zwei Türtaster haben hier eigentlich noch eine Aufschrift Tür vorn. Jetzt muss ich gerade mal warten, bis es sich wieder einigermaßen scharf stellt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann. Eventuell seht ihr ein bisschen was. Ich habe hier irgendwo eine Taschenlampe gehabt. Moment. Ich möchte euch das mal irgendwie ein bisschen zeigen.
Also vielleicht könnt ihr erkennen hier so ein paar Vertiefungen von den Buchstaben. Tür vorne steht, oder vorn steht hier drauf und hier steht drauf, hier kann man schlechter erkennen, Tür Mitte. Ja, so ein bisschen kann man es noch erkennen und hier auf der Kamera ist natürlich ein bisschen schlechter. Ja, und diese zwei Schriftzüge werde ich leider nicht wiederbeleben können, weil es einfach wirklich schwer ist nachzuzeichnen. Von dem her werden die dann wahrscheinlich so bleiben. Aber dafür habe ich jetzt schon die Schalter restauriert. Vielleicht restauriere ich auch noch ein paar andere. Genau. So, das war jetzt mal das so von den Schaltern her. Die hier kennt ihr ja schon hier links. Jetzt sind die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte sind einmal hier hinten bei den Pedalen, die jetzt hier provisorisch auf dem Teppich stehen, ein Brett nochmal anzusetzen. Und zwar hier hinten ein Brett anzusetzen, wo dann die Pedale auch draufgeschraubt werden, dass es auch wirklich hält. Und dann noch hier an der Seite, wo jetzt hier noch der Stuhl steht, quasi ein Brett rauszumachen und eine Stütze noch hinzumachen, damit hier der Gangwalttaster, der Schalthebel meine ich, damit der an seinem Platz hier wandern kann und der wird auch noch verlängert und dann kann ich auch Schaltwagen fahren. Genau, das sind die nächsten zwei Schritte. Wenn die zwei Schritte erledigt sind, wird der komplette Fahrerarbeitsplatz mit einem wunderschönen Dunkelgrau angestrichen, passend zum Lenkrad und zum Armaturenbrett oder Instrumententräger. Genau. Und das wird alles nächste Woche geschehen oder bis Ende nächste Woche oder Anfang übernächste Woche. Dann wird dieses ganze Ding schwarz sein und soweit der Rohbau auch fertiggestellt sein. Und dann eventuell auch schon hier der Gangwalttaster drin sein. Und der Tacho hier, dieser Rand, wird noch aufgefüllt im Laufe der Zeit. Und dann geht es auch schon an die elektrische Verkabelung. Ja, und weil ja heute eben die größte Neuheit das neue Lenkrad ist, oder das Lenkrad, wie es jetzt eben hier ausschaut, möchte ich euch das jetzt auch mal demonstrieren, wie man denn so schön fahren kann mit diesem wunderschönen Lenkrad. Es wird auch noch Gameplays dazu geben von mir auf meinem Kanal, aber ich möchte euch jetzt nur mal kurz einen kleinen Eindruck geben. Genau, und ich habe hier schon OMSI geöffnet. Und zwar auf der Map Bad Karlstein, meiner Map. Und wir fahren, ja, wie hätte es anders sein sollen, mit dem MAN-UL 272 Doppeltürautomatik. Ihr seht hier schon, da ist der Gangwalttaster, der jetzt bei mir momentan leider noch fehlt. Aber ansonsten, auch hier sieht man ganz genau, ob es jetzt, ich gehe mal hier mit der Maus, ich gehe mal mit der Maus. Klick mal kurz das Lenkrad weg. So, also hier sieht man, da ist der Gangwalttaster eben auch 1, 2, D, N und R. Türtaster, Warnblinker, Haltestellenbremse, auch die Schalterfunktion, hier zum Beispiel Nebelscheinwerfer, sind alle gleich. Auch das Webasto Vorwahlgerät, Heizungsvorwahlgerät, Tacho ist gleich, Anzeigen sind gleich, sogar die Kontrolllämpchen hier oben entsprechen exakt denen, die ich hier auf meinem Armaturenbrettträger habe. Und natürlich auch das Lenkrad ist dasselbe. Und genau, jetzt werde ich euch das mal demonstrieren. Einfach mal mit dem Lenkrad, damit ihr ein bisschen seht, wie das dann so aussieht. So, jetzt positioniere ich mal die Kamera hier. So, ich hoffe, man kann einigermaßen das Ganze sehen. Dann werde ich mal an den Arbeitsplatz gehen. Aber natürlich ohne Schuhe, damit man einfach ein besseres Gefühl hat für die Pedale. So, ja, das Lenkrad ist schon einprogrammiert. Jetzt muss ich eigentlich nur noch losfahren. Dementsprechend gehen jetzt die ganzen Befehle noch über die Tastatur, aber nicht mehr lange. Ja, dann fahren wir mal los. Wobei ich muss noch ganz kurz die Facecam aktivieren, weil ich fahre hier immer nur mit Facecam. Muss ich auch noch ein bisschen mehr ranrutschen. So. Gut. Facecam ist aktiviert. Dann kann ich eigentlich losfahren. Aber ich stelle den Sound noch mal ein bisschen lauter. Damit man
mal nicht so was mitbekommen von dem Ganzen. So, jetzt fahren wir mal los. Ganz geruhsam. Ist jetzt gerade noch ein bisschen umständlich mit der Tastatur, aber das wird sich dann irgendwann erledigt haben. So, hier ist extrem wichtig, dass man sich erstmal gut umschaut, wie man es halt im echten Leben eigentlich auch so macht. Und dann richtig schön hier einlenkt. Und ich liebe das mit dem Buslenker. So, so muss das sein. Und schön Gas geben. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt von dem Spielsound hört, aber ist eigentlich auch relativ egal. Es geht ja hier nur mal um das Lenkrad an sich. So, das Rot. So, ich kann hier wirklich komplett einlenken. So. Und dementsprechend auch andersrum. Das wäre dann so rum. Also es macht wirklich richtig viel Spaß, so zu fahren. Wenn dann die Ampel nochmal grün werden würde. Ja, und da kann man sich schon gut vorstellen, wenn man hier noch die ganzen Schalter betätigt oder hier die Haltestellenbremse, die Türtaster, dass das wirklich viel Spaß bereiten wird. Oder zum Beispiel das Zündschloss, was auch immer. Aber wie gesagt, alles im Moment noch ohne Funktion. Aber nicht mehr lange. Genauso werde ich mir auch noch eine bessere Facecam mit einer besseren Framerate, überhaupt eine bessere Performance holen, die flüssiger läuft und somit dann auch meine Bewegungen, die flüssiger darstellen als die jetzige. Aber ich denke, für den Moment ist die komplett ausreichend. Jetzt fahre ich nochmal ganz kurz ein bisschen weiter, damit ihr noch ein bisschen seht, wie das Ganze so aussieht. Wie gesagt, richtige Gameplays dazu gibt es dann gesondert noch. Das hier ist jetzt nur mal für den Moment so ein kleiner Eindruck. Normalerweise nimmt man das Lenkrad ja so, wenn man so gerade dahin fährt. Aber das ist hier auf Bad Kallstein relativ selten der Fall. So, kann ich eigentlich hier rausfahren? Oh, da wird es ein bisschen eng. Eieiei. Ich möchte das Schild nicht mitnehmen. Okay. Ja, und der Hupenknopf wird auch in Zukunft leider nicht funktionieren. Und das hat den einfachen Grund, dass hier ja das Logitech G27 verbaut wurde. Oder zumindest der Unterantrieb. Und das lässt keine Führung von diesem Elektromagneten, von diesem Hupenknopf oder von diesem Kontakt halt, lässt es einfach nicht zu. Weil wir müssen das ja dann durch die Lenksäule durch irgendwie führendes Kabel, und das geht ja nicht, weil sich das ja sonst immer um die eigene Achse drehen würde und irgendwann abreißen würde. Das würde schon gehen, theoretisch, aber nur, wenn man die echte Lenksäule verbaut. Die hätten wir auch gehabt bei diesem Lenkrad, wurde aber nicht verbaut, weil die einfach so schwer ist, weil es dann irgendwann droht auszureißen, dieser komplette Mechanismus. Und vor allen Dingen ist es so viel komfortabler, auch zum Abschrauben und so, wenn man das mal möchte. Und beim, und dann von dem her haben wir halt gesagt, oder habe ich gesagt, verzichte ich auf die echte Lenksäule und auf diesen Hupenknopf. Die Hupe ist dann auf dem anderen Taster belegt, aber es macht ja nichts. Und worauf eben auch, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich muss jetzt hier kurz mal links abbiegen. Es klappt wirklich ganz gut mit dem Force Feedback vom Logitech G27, mit der Kalibrierung klappt es auch recht gut. Ja, genau, das war das, was ich sagen wollte. Kalibrierungstechnisch funktioniert es auch, wenn dieses große Lenkrad hier drauf ist. Man sollte nur aufpassen, dass es, wenn sich es kalibriert, mit der Hand mitgeführt wird und eben langsam mitgeführt wird, damit da nichts droht auszureißen. Aber ansonsten klappt es wirklich wunderbar. Sich nicht beschweren. Und
sehr viel Spaß damit zu fahren. So, dann müssen wir noch einmal hier rum und dann sind wir eh schon wieder da. Ja, es war jetzt ein bisschen eng. Wie gesagt, ich muss auch erstmal üben, damit zu fahren, weil ich fahre jetzt damit auch erst seit gestern Abend. Aber das wird schon, das kriegt man auch raus. So, da wären wir. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie das dann mit dem Lenkrad tatsächlich läuft, wenn man da fährt. Ich kann es ja noch mal kurz demonstrieren. Es hat wirklich einen super tollen Lenkeinschlag, wenn ich hier drehe. Kann ich richtig schön drehen bis zum Anschlag und auch auf der anderen Seite kann ich durchaus bis hier drehen. Und dann geht es langsam wieder in seine Ursprungsposition zurück, wie es halt auch in echt der Fall ist. Ja, und wie gesagt, wie immer würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Es werden noch mehrere Videos kommen von dem Fahrerarbeitsplatzprojekt. Kann ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall versprechen. Ich würde mich eben freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr einen Daumen hoch da lasst, ein Abo von meinem Kanal oder das Video auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo teilt mit euren Freunden. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.